So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rondol War 2 mit Sparta. Und wir haben noch ein paar Felder, die wir einnehmen müssen. Und das war's dann. Ja. Wie gesagt, das sage ich häufiger. Aber genau. So. Ich glaube, die sind schon alle gelaufen. Ja. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Angriffshitäre. Nee, das werde ich nicht schaffen. Weil ich muss. Also ich muss mich quasi einbunkern, damit ich eine Chance habe. Wegen den Pikniern eben und den Straßen, aber er hat Artillerie dabei. Und die können dann. Aber der könnte auch ein. Ja, nee. Ich komme einfach. Ich komme bei der Heimreise einfach wieder vorbei. Das ist kein Problem. Ich muss ja jetzt den südlichen Zipfel vom. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kasse. Ja, ist halt auch hellenistisch, ne? Das ist tatsächlich zu lange her. Also, ich meine, dass wir mit den griechischen Staaten eben verbündet sein können, aber mit allen anderen nicht. Aber der ist halt griechisch. Aber ja, Massilia ja auch. Also ich glaube, Massilia konnten wir das ist ja auch schon ewig her. Das konnten wir. Wieso sind wir unverlässig? Mit denen konnten wir ja auch Frieden schließen. Dann eigentlich mit denen auch. Aber Makedonien mussten wir übernehmen, obwohl die auch hellenistisch sind. Ach, ich check's nicht. Okay. Aber ja, ich nehme mal an. Weil, ja, Griechen. Wahrscheinlich war es falsch, weil wahrscheinlich hätten wir es nicht machen dürfen. Aber an sich, die Challenge ist ja. Mir wurde gesagt, unserer Schatzkammer fehle eine gewisse Summe Gold. Vielleicht ist es euch ein Anliegen, diesen Missstand zu begleichen. Nö, weil ihr habt mit uns gebrochen, also nein. Selber schuld. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die. Wir greifen euch des Nachts an und nichts wird überleben. Nicht eine Kreatur. So führen wir Krieg. Ja, ist ein bisschen. Ist ein bisschen krass, oder? Okay. Ist ein bisschen früher als ich dachte und ich will sehen, was der da macht. Ach, jetzt kommt der hier hin. Okay, aber weißt du was? Ich glaube, das können wir schaffen. Warte mal. Die da sind gut.
Streitwagen und Veteranenkavallerie bringen ihn in der Stadt nichts. Und drei Fernkämpfer. Wir haben auch Kavallerie, Pikeniere, Hopliten. Ja, machen wir. Das machen wir mal. Denken. Das ist leider ein bisschen freizügig hier. Aber... wir bunkern uns wieder hier zu ein zu und Dings da. So, ihr macht euch zu, so. Wie ihr befehlt. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Okay. So, dann die da kümmern sich hier rum. Wobei, die gehen mal mit denen hier hin. Die Kavallerie geht mal raus. Gehen hier hin. So, genau. Oh, ihr geht hier hin. Okay, die Kavallerie hier geht schon an die Seite. Rittende Kundschafter, ja, die können eigentlich nichts machen gegen die. Der Charge ist irgendwie missglückt, ne? Warte, mach mal so. Die greifen noch nicht an. Ah, jetzt hat. So. Dann sind die Pferde mal weg. Die sind auch weg. Unser General wird angegriffen. Macht euch mal ein bisschen breiter hier. Genau, das ist gut. Was kommt hier? Bemalte, Freiherrbanner. Malte und auserwählte Schwertträger. Und die kommen von hier. So, das ist natürlich nicht nett von ihnen. Bei. Der kommt ja jetzt. Kommen die jetzt oder nicht? Entscheide dich mal. Ich glaube, der weiß es selbst noch nicht so. Okay. Schön, das sind die Bemalten, ne? Die Bemalten haben sehr, sehr gute Angriffswerte. Aber in Verteidigung sind die nicht ganz so gut. Ja,
aber die sind immer noch besser als so manche gerüsteten oder also oh, hey, das ist fies. Die sind besser als manche Einheiten mit Rüstung. Was echt lustig ist. Ja. Gut, dann holen wir mal unsere Kavallerie. Und räumen hier auf. Speerinfanterie zu euren Diensten. Eure Befehle? So, dann... Upsi! Ich habe ja Kavallerie. Oh krass, der ist ein bisschen... unmotiviert gerade. Dann kommen die mal hinterher. Und helfen. Der feindliche General ist tot. So, dann charte ich hier mal rein, damit der jetzt anfängt zu wanken. Und die dürfen mal auch schießen. Oh Gott, habe ich jetzt voll vergessen. Habe ich jetzt voll vergessen, dass die auch nicht wirklich angegriffen haben. Uiuiuiui. Und noch mal rein. Sehr schön. Und dann raus und dann holen wir uns die Fernkämpfer. So. Da warten wir noch ein bisschen. Und... ah, okay, gut. Der geht zurück. Wieso auch immer. Also vielen Dank. Weil gegen die hätte ich eigentlich nicht viel machen können. Und rein da. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wir kümmern euch mal darum. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, der hat ja noch Kavallerie. Hat die Streitwagen. Schon. So, dann gehen die mal hier hin und die können eigentlich das wieder einsammeln. Welche Männer wanken?
So, 385 verloren. Ich habe 10 selbst gekillt. Ja, war erfolgreich und nicht wirklich ja, aussagekräftig. Aber das ist halt bei den Briten oder bei den britischen Stämmen Fanboys von Athen. Einsatz von Söldnern, weitermachen, Invasionsstreitmacht, geht an Land, neue Anführerforschung, Kind, natürlicher Tod, Agent erholt. Genau, also bei den ich habe hier noch keine Schlacht, die wirklich ja. Oh, der kann hier einfach reingehen, ne? Der kann das einfach übernehmen. Nein, kann er nicht, weil er zu spät gehandelt hat. Hehe. So. Tut mir sehr leid für dich. So. Genau, ich hatte eigentlich noch nie Schwierigkeiten gegen die britischen Völker. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sobald man. Also bisher hatte ich halt immer eher südliche südliche Völker gespielt. Also ich habe natürlich Italien, also Römer gespielt, Makedonien, also hier habe ich alle gespielt. Dann Seleukiden habe ich gespielt, Ägypter habe ich gespielt, Karthago habe ich mal gespielt, Baktrien. Ich glaube, dass hier habe ich noch irgendeine irgendeine Fraktion noch gespielt, aber ich weiß jetzt nicht mehr welche. Genau, und bis man hier oben ist, ich hatte noch nie, dass Britannien oder eine Konföderation hier oder Ikena oder so hier an Land gegangen ist. Also die sind immer auf ihrer Insel geblieben. Ich hatte schon echt viel. Also ich hatte, dass Karthago hier alles eingenommen hat. Akena, heißen die Akena? Also die mit den Wildschweinen drauf, waren hier mal komplett. Die Massilia war hier mal komplett. Rom war mal sehr schnell kaputt. Sparta habe ich auch noch nie gesehen, dass die sehr weit gekommen sind. Athen ist weit gekommen. Pontos, Syrakus und so weiter. Seleukiden, Baktrien. Die sind schon sehr weit gekommen, aber so, es gibt ein paar Völker, die kommen einfach nie wirklich weit. Das finde ich echt schade. Aber naja, also gehört ja auch irgendwie dazu. So, soll ich den abfangen? Also 4 Runden braucht er, um. Ah, nee, ich geh mal hier weiter. Und hier hole ich mir nochmal so ein Provinzdödel. Aber ich habe nur noch. Ich habe nur noch welche aus meiner Familie. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Oh, ich könnte Elefanten. Ihr müsst das ja jetzt halten. Gut, ja, die können wir schon mal an. Hier bin ich also. Sprecht und seht zu, dass ich profitiere. Den kann ich schon mal sagen, so, ey, Krieg, jetzt.
Dann können sie schon mal drauf reagieren. Und ihr habt euch jetzt vor meiner Schnauze eingebunkert. Meint ihr, das hilft euch? Nein. Krass, der ist stehen geblieben. Das ist cool. Das machen die echt selten. Dass die im eingebunkerten Ding, ja, bleiben. Gut, gut, dann wird diese Runde mal ein bisschen kürzer. Weil das wird wahrscheinlich eine längere Schlacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn Spartas Wurz die Speerläufer einstenkern. Gut, bis dann. Haut rein. Bye.